Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Goschenheuden, bei The Witcher 3, Hearts of Stone, mit eurem Hotdog-Killer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und jetzt suchen wir einen Ort für den Körper der Iris, um eben unser Ritual durchzuführen. Um unser Ritual durchzuführen, damit wir eben mit dem Geist kommunizieren können. Dann müssen wir schauen, was denn der passende Ort dafür ist. Also hinterm Haus nicht, da ist zu viel Blut und zu viel Angst, so wie er das gesagt hat. Hier bei der Bank jetzt auch nicht wirklich hundertprozentig. Wenn ihr mich jetzt so fragt. Hier ist es recht in Ordnung, aber es sind sehr viele Gemälde, ne? Also denke ich mal, vielleicht dann doch eher hier oben. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everreck letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Geralt ans Werk. Ich kannte Iris von Everreck nicht. Iris von Everreck war eine talentierte Malerin. Iris war Olgierd von Everrecks Frau. Ich weiß nicht, ob wir Olgierd so groß erwähnen sollten. Talentierte Malerin, ist schon mal sehr gut. Denke ich mal jetzt so. Ich kann nicht viel über Iris von Everreck sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Skizzenbuch aufs Grab legen, Bild von Iris und Olgierd aufs habt ihr zwei noch was zu sagen? Versuchen wir sie herbeizurufen. Wir machen jetzt einfach mal das untere noch. Ihr beiden. Habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Skizzenbuch aufs Grab legen, das ist, glaub ich, besser. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Und los geht's. Hoffentlich kein Kampf, sondern eine ganz normale Unterhaltung. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Ja, vielleicht doch noch ein Kampf, sonst hat er es ja auch mal so gemacht. Und dann war der Kampf da. Ach Gott, der Himmel. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen. Schönes Anwesen. Ah, da hat was geglitzert. Das zeigt es uns. Ich soll dir folgen. Also schön. Oh Mann, das wird ja immer interessanter. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr sogar. Jetzt ihr folgen. Ich denke mal, wir werden die Geschichte herausfinden, was genau passiert ist. Ich halte einfach mal wieder meine Klappe. Wo bin ich hier?
In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Wir wollen ein bisschen mehr über diese Welt erfahren. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Gut zu wissen. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Okay. Heißt so viel einfach mit dem Messer draufhauen. Oder wie? Also wenn das Anwesen war, war es echt schön. Aber der Baum, finde ich. Schauen wir mal rein. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Wie genau muss man denn hinsehen? Da ist was. So ein... Farbpalette. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Der Geist aus der Steppe, oft gelesen, ganz abgegriffen. Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Iris hat das Anwesen bemalt. Suche nach Iris von Iris heraus. Platzierte Objekte, die zur Szene passen und jeweils... Ach, hier muss noch was hin. Ja, das Buch. Passt perfekt. Ah, jetzt hat. Boah, finde ich cool. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Okay. Das macht ja Schaden. Warte, Moment. Haha. Alles klar. Feuer ist gut. Was ist das? Noch eine Erinnerung? Glaube ich nicht. Nein. Ein Albtraum.
Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Um Gottes Willen. Ja, das war ja klar. Es kommt hier schon. Wie kommt es dir so vor wie The Evil Within irgendwie mit diesen komischen Teilen? Aber gut, schreiten wir voran. Machen wir es so. Sieht besser aus. Komische Sonne. Ich finde die Frau, die ist auch jetzt schon ein bisschen düster drauf. Also sie hat einen düsteren Blick. So kommt sie ja ganz gut rüber, aber dieses. Sie ist sehr dunkel geschminkt und. Erscheinung. Ich wollte doch gerade. Ja, diesen einfach nur draufkloppen, dann gehen die schon down. Tada! Und gut ist. Dann gehen wir doch mal weiter. Die nächste Erinnerung. Noch eine Erinnerung. Die Erinnerung ist verschwommen. Du musst einen Weg finden, sie wiederherzustellen. Stecken wir mal unser Schwertchen ein. Brautschleier. Ein Brautschleier? Was haben wir hier? Blumenstrauß. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Ja, das passt. Das stimmt Nein. wohl nicht. Auch nicht? Das stimmt wohl nicht. Okay. Ich dachte, es ist Olgierd. Passt perfekt. Oh, okay, dann war es nur das. Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber... Ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Da zucken wir schon unser Schwert. Oh, der ist ein bisschen größer, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber die so teilen sie nicht gerade großartig aus, wenn ich so das mal so erwähnen darf, sagen wir so. Naja, gut, gehen wir wieder zurück. Wenn sie viel sind, dann schon. Oh, der Große, der teilt richtig schön aus. Nein. Oh Gott, ich will jetzt nicht sterben. Das gibt uns ein wenig Zeit. Stirb. Wo ist der große Kamerad? Okay, bin jetzt hier gefangen. Das wäre ja ziemlich blöde. Das wäre richtig blöde. Tatsache, ich komme hier gar nicht mehr raus.
So, wollen wir doch mal probieren. Aha. So, jetzt haben wir hier aber noch die große Bestie. Ja, das war eine schlechte Idee. Die war besser. Ah, okay, sie schreckt aber genauso zurück wie die Kleinen auch. Hier liegt was. Blumenstrauß. Dann gehen wir weiter. Dort oben scheint. Was zur Hölle? Schon wieder er. Shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was schon wieder er? Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Dann gucken wir mal. Und nur wenig Castel anders als das Bild. Wein aus Toussaint. Teuer. Scheint ja gar nichts zu sein, außer die hier in der Mitte. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Müssen wir auch alle Teile anzünden? Ich weiß es doch auch nicht. Wenn uns nichts angezeigt wird. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Ah, sieht man. Man braucht einfach Licht, dann klappt das schon. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, komm. Also folgen wir ihm. Nicht du schon wieder. Dieser Ort gefällt mir nicht. Tja, mir gefällt der Ort nämlich auch nicht. Deswegen mache ich eine kurze Klopause. Ich bin mal schnell AFK. Ich denke, das solltet ihr auch machen. Deswegen sieht man sich beim nächsten Mal wieder.